Hi, ich bin Julia und heute sind wir so nah dran. Hey und herzlich willkommen zu So nah dran. Heute lernen wir Spannendes über das Malerkaninchen und finden heraus, warum sich dieses bei der eigenen Arterhaltung so ein bisschen selbst im Weg steht. Viel Spaß! Heute sind wir bei dem Marderkaninchen und dabei handelt es sich nicht um ein ganz gewöhnliches Kaninchen, sondern es ist schon etwas sehr Besonderes, denn es handelt sich um eine alte Haustierrasse und die ist dazu auch noch sehr stark bedroht. Denn es gibt nur noch etwa 500 Marderkaninchen und 500 ist bei einem Tierbestand immer eine recht kritische Zahl, denn hier ist die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens tatsächlich drastisch höher als bei anderen Tierbeständen. Glücklicherweise gibt es aber viele Erhaltungsmaßnahmen, doch hier steht sich das Marderkaninchen auch so ein bisschen selbst im Weg, denn Marderkaninchen sind spalterbig. Und das bedeutet, wenn wir also zwei gleich aussehende Marderkaninchen miteinander verpaaren, dann sehen die Jungtiere nicht immer so gleich aus wie die Eltern, denn diese sind nicht reinerbig. Bei den Jungtieren kommen dann ganz unterschiedliche Farbschläge bei raus, nämlich weiß, hellbraun oder dunkelbraun bzw. schwarz. Und das macht die Zucht dieser Marderkaninchen ebenso schwer. Geboren werden unsere Marderkaninchen allerdings bronzefarbig und sie erhalten die rassetypische Färbung erst so mit dem ersten Fellwechsel. Und mit zunehmendem Alter und mehreren Fellwechseln kann es auch tatsächlich wieder passieren, dass diese Farbe sich so ein bisschen verwäscht. Ja, und die Geschichte unseres Marderkaninchens beginnt vor ungefähr 100 Jahren. Denn Züchter in Großbritannien, in den USA, in Frankreich und in Deutschland haben angefangen, unterschiedliche Kaninchenrassen miteinander zu kreuzen. Dazu zählen zum Beispiel das Havanna, das Chinchilla und das Thüringer Kaninchen. Ziel war dabei, dass das Kaninchen so aussehen soll wie ein Opossum. Das ist nicht so richtig geglückt, wie man hier sehen kann. Es hat dann aber irgendwann geklappt, dass 1924 in Hamburg das allererste Marderkaninchen entstand. Und das hat man dann so genannt, weil es im Farbschlag eben sehr an einen Steinmarder erinnert. Typische Merkmale für die Marderkaninchen sind die schwarzen Ohren, die schwarze Nase und die schwarzen Läufe, also die schwarzen Beine. Auch typisch ist das Marderkreuz auf der Stirn und die sogenannten Backenpunkte. Das sind kleine Punkte auf den Backen der Kaninchen und daraus geht immer ein Tasthaar hervor. Denn unsere Kaninchen haben keine richtigen Hände wie wir Menschen und können damit irgendwie fühlen, was vor dem Gesicht passiert. Deswegen benötigen sie diese Tasthaare, um eben zu fühlen. Unsere Marderkaninchen sind wie alle Kaninchen reine Pflanzenfresser und sie fühlen sich in der Gruppe am wohlsten. Deswegen ist die Haltung in der Gruppe unbedingt Voraussetzung und das gilt auch für eure Kaninchen zu Hause. Ein allgemeiner und auch super spannender Fakt über Kaninchen ist, dass ihre Zähne ein Leben lang wachsen. Das bedeutet, sie sind auf Äste und Hölzer, wie wir sie hier auch im Gehege finden, angewiesen, denn auf diesen nagen sie rum und nutzen dadurch ihre Zähne ab. Andernfalls würde es zu Fehlstellungen kommen und das wollen wir ja in jedem Fall vermeiden. Ja, das war's mit der heutigen Ausgabe zu So nah dran. Ich hoffe, ihr konntet Spannendes über das Marderkaninchen lernen. Ich auf jeden Fall. Und ich finde es ja immer wieder faszinierend, dass man selbst über so ein kleines Wesen so wahnsinnig viel und Spannendes erzählen kann. Damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Unsere Marderkaninchen sind spalterbig. Und das bedeutet, wenn man zwei gleich aussehende Marderkaninchen miteinander... ihre Zähne ein Leben lang wachsen. Das heißt, sie sind auf unsere Äste, die wir hier auch im... Okay. Jetzt fange ich wieder an. Aber sie waren jetzt ja längere Zeit still. Denn auf diesen müssen sie rum... Das gibt's doch nicht. Verpaart, dann kommen nicht unbedingt Jungtiere dabei raus. Es soll nicht sein. Das hast du wirklich ganz toll gemacht. Na guck mal, von wegen, du lässt dich nicht streicheln, ha? Muss man ein bisschen geduldig sein. Genau. Ja, fein. Ganz toll. Boah, der ist echt wahnsinnig flauschig.